Ja, ich habe das Titelbild falsch. So fängt schon mal an. Titelbild falsch, falscher Start der Präsentation fängt ja super an, Christopher. Es fängt super an. Und das bei meiner absoluten Lieblingskarte, liebe Kirsten. Ja, Ist nicht du der sollst. Herrscher, falls irgendwo bei euch der Herrscher auftaucht in den Überschriften. Den haben wir ja schon hinter uns gelassen. Es ist heute Ja, und wir mit. sind jetzt in das Reich eingedrungen, wo nicht alle Menschen hin können, lieber Christopher. Du scheinst einer von ihnen zu sein, wenn du so viele Fauxpas machst. Ja, es scheint so zu sein. Der Weg zum Hohepriester ist steinig und schwierig. Das ist so. Es ist, ich kann verstehen, du hast eben gerade gesagt, es ist nicht die Karte, die sich dir am leichtesten erschließt. Du bist da nicht alleine. Ich habe auf meinem Blog Tarotwissen zum Beispiel einen Artikel über den Hohepriester auch mal verfasst. Ich habe sogar in meinen Tarotanfängen mal einen Vortrag zu dem Thema gehalten, weil er wirklich schwierig zu greifen ist für die meisten Menschen und B, also jetzt gerade im Tarot, ne, meine ich, und B auch verbunden ist mit den Fünfern der kleinen Arkana, die nicht die beliebtesten Karten sind. Vielleicht ist da ein Zusammenhang. Man weiß es nicht. Aber ist es nicht so, dass man, also jetzt mal ganz kurz, weil du es ansprichst, aber ist es nicht so, dass die Fünfer der kleinen Arkanen, also die Zahlen der kleinen Arkanen, dann doch auch mit den Trümpfen der großen verbunden wird? Also, dass man da schließt man doch auch ein bisschen drauf, oder? Aufeinander. Ja, natürlich. Ja, also dann könnte man doch sagen, ist ganz zu Recht fühlt man sich vielleicht ein bisschen unwohl bei dem beim Hohepriester. Ja, oder man hat halt Probleme mit den Themen der fünf. Gesellschaftlich gesehen haben wir definitiv ein Thema mit der fünf und auch innerlich werden wir immer wieder mit der fünf ein Problem haben. Aber da kommen wir vielleicht noch im Zuge Ja, deiner Präsentation darauf zu sprechen. ja, ich sehe gerade, da versammeln sich doch einige. Und ja, guten Morgen. Erstmal an ein sonniger Morgen, einen sonnigen Sonntag wünscht uns der Florian. Christine ist da, Lapis Lazuli freut sich schon auf uns. Endlich wieder im Tarotgarten. Ja, wir freuen uns natürlich auch. Ich finde auch, dass die Und schon sind wir Zeitabstände eingefroren. lang sind, weil mich das total beschäftigt, Also ich glaube, es dieses wird hier Thema. heute eine Tour mit Hindernissen, Warum? weil wir jetzt eben auch gerade eingefroren waren. Ach, Und so waren wir. Ich war nicht eingefroren. aber ich hoffe nicht, dass ich wieder in diesem gendergefährlichen Das Bild Genderbild. da ende, wie die Christine neulich. Ach ja, die arme Christine, ja. Sie hat es gar nicht gemerkt. Schau, das ist das Gute dran. Gott, das ist ja noch schlimmer. Ja, und dann würde ich mal sagen, also regnerische Sonntagsbrüder haben wir immerhin von der Insel Fehmarn zu melden. Hier Also regnet es auch. da ja in Hamburg, ja, aber das ist ja normal. Und eingefroren, meint Jacqueline. Bist du auch eingefroren, Jacqueline, oder ist es einfach nur sehr kalt bei euch? Man weiß es nicht. Ich finde, finde in jedem Fall. Sind wir bei der Karte 5, finde ich, jetzt erschließt sich mir, warum es vielleicht manchmal so ein bisschen schwieriger ist mit der Karte 5, weil wir vielleicht mit der 5 an sich so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber magst du vielleicht mir als absolutem Laien verraten, warum die Zahl 5 für uns so schwierig ist? Ich dachte, das machen wir, wenn wir dann jetzt durch die Ach Präsentation so. gehen. Aber natürlich sage ich dir das auch. Nein, ich möchte das gerne an einem anderen Punkt machen. Alles klar, aber vergiss es nicht. Ich denke an nichts anderes. Denk an nichts. Ich habe im Hintergrund ein Bild vorbereitet und zwar, wisst ihr ja, am Anfang suche ich mal Bilder raus, wie mit ja, geschichtlichen, historischen oder auch aus dem Bereich der Fantasie stammenden Figuren, die wir vielleicht mit dieser Karte auch heutzutage noch identifizieren. Und im Hintergrund seht ihr, ich glaube, es ist Pius der Zweite, der die heilige Katharina von Siena selig spricht. Ein Papst eben, also das heißt, wir sehen einen Papst. Und die Tarotkarte Hohepriester wurde ja in den ältesten Tarotfassungen, bitte korrigiere mich, Kirsten, wenn ich jetzt Blödsinn rede, doch als der Papst bezeichnet. Und Vollkommen korrekt, Christopher. vollkommen korrekt. Man muss ja immer aufpassen, was man so sagt. Und
wenn man so eine Expertin neben sich hat, ne, die mit Argusaugen jedes Wort begutachtet. Nein, die Kirsten ist gar nicht so. Doch ein bisschen. Dann denk noch mal dran, wir haben ja auch schon über die Hohepriesterin geredet, gerade Nummer zwei. Jetzt bin ich wieder eingefroren. Die wurde ja früher auch die Päpstin genannt. Also, wenn ihr noch mal eine Referenz ziehen wollt, dann schaut euch doch noch mal dieses Video an. Ja, du bist übrigens hier überhaupt nicht eingefroren. Möglicherweise liegt es daran, dass du vielleicht irgendein Programm offen hast auf deinem Rechner, das sowas wie die Dropbox oder so, die Ich habe sich alles zugemacht, weil ich anfühlt. ja inzwischen ein Profi mit Herz bin. Ja, aber so, Und solltest du noch mal eingefroren sein, es ist alles in Ordnung von hier aus. Du alles kannst, klar. man hört dich gut Außer und man sieht dich. bei Pepeline oder so war es auch nicht in Ordnung. Nee, die Jacqueline, hat bei Jacqueline, aber Jacqueline. die hat, glaube ich, nur einen kleinen Witz gemacht. Ach so. Ja, im Zeichen des Hohepriesters Witze machen geht ja gar nicht. Der ist ja sehr streng und sehr seriös. Und daher würde ich mal sagen, zeige ich euch noch mal ein nächstes Bild. War ein Scherz, genau, ich wusste es. Ja, aber im Zeichen des Hohepriesters Keine können Scherze mit keine mir, ich bin Scherze sehr machen. sensibel. Ja, wir sehen hier das, was den Papst so kennzeichnete, also in früheren Zeiten im Mittelalter. Wir haben ja schon, Kerstin hat in irgendeiner Folge auch schon mal erwähnt, dass die Reihenfolge der Tarot-Trümpfe ja auch so einem Triumphzug entspricht und dass sozusagen das eine aufsteigende Reihe ist, ne, vom Narren, Magier über Hohepriesterin, Herrscherin, Herrscher und dann am Schluss der Papst. Dass das sozusagen der Höhepunkt ist, weil er in der Hierarchie natürlich ganz oben steht. Und das sieht man bei diesem Bild hier. Der Papst krönt Karl den Großen. Ein Bild, das im Maximilianeum in dem Bayerischen Landtag hängt und von Herrn Kaulbach stammt. Ja, und da sehen wir eben, dass sogar der Kaiser vor ihm niederknien muss, um die Krone aufgesetzt zu bekommen. Ein Akt, der natürlich später oft in Frage gestellt wurde und auch tatsächlich unterminiert wurde. Aber so grundsätzlich in der Zeit, an der das Tarot entstand, hat man den Papst offensichtlich noch als die höchste aller Autoritäten betrachtet. Ja, denken wir nur an das berühmte Krönungsbild von Napoleon, wo ja genau der Moment gezeigt wird, wo er sich quasi selbst krönt. Ja. Ich dachte mir schon, ich bringe das rein, das Bild, aber ich wusste nicht genau, ob das dann nicht vielleicht doch eher Herrscher ist dann oder wo Ja, das. Herrscher und Hohepriester hängen schon zusammen, auch durch die Mythologie, ne? In Ägypten zum Beispiel waren Herrscher und Hohepriester eins. Ich weiß nicht, ob du was zur ägyptischen Mythologie vorbereitet hast. Ich möchte jetzt auch Nein, nicht zu sehr vorgreifen. habe ich Na, auch. also die Funktion Herrscher, oder denken wir auch an China oder so. Ja. Herrscher, höchster Gesetzgeber auf der weltlichen und ja, göttlichen Ebene war oft eins. Naja, ich denke ich habe eben auch mir gedacht, es gibt so viele Parallelen eigentlich aus der historischen Perspektive zwischen Herrscher und Hohepriester oder eben Papst. Diese Trennung von, die wir heute ja pflegen zwischen zum Beispiel Kirche und Staat. Ne? Das war ja etwas, seine Errungenschaft der Moderne, würde ich eher mal sagen. Ob Und die so weit schon gediehen ist, diese Errungenschaft, weiß ich naja, sagen nicht. wir zumindest mal ideell oder theoretisch. Tatsächlich ist es ja so, dass der Kaiser ja immer von Gottes Gnaden eben dadurch eingesetzt war. Aber es gab eben zumindest bei uns im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen war es ja so, dass wir immer noch den Papst hatten, der die höchste Instanz und Autorität war, der dann den Kaiser eingesetzt hat und sie beide sozusagen dann die überhaupt die Autorität verkörpert hat. Und die Beispiele, die du gebracht hast, der Pharao, da fallen die beiden Personen in eins. Na, da haben wir gewissermaßen den Pharao, der weltliche Herrscher war, aber gleichzeitig eigentlich göttlicher Natur und der Kaiser von China ganz ähnlich. Und im Tarot spiegelt sich offensichtlich eher unsere mittelalterliche Sicht der Dinge wider, in der sozusagen das Ganze eben doch in zwei Figuren aufgeteilt wird. Jedenfalls in den ersten Decks. Weil später heißt die Karte ja nicht mehr Papst, sondern Hohepriester und hat dann nochmal eine andere Qualität.
Ja. Wir kommen in der Symbolik bei den Tarotkarten nicht umhin, dass immer wieder Insignien des Papsttums auf den Tarotkarten zu finden sind, selbst wenn sie dann Hohepriester heißt und nicht mehr der Papst genannt wird. Und da gehören unter anderem auch die Schlüssel dazu, die immer wieder auftauchen. Und diese Schlüssel, die beziehen sich natürlich auf das Papsttum, aber der Hintergrund der Schlüssel ist natürlich wesentlich älter. Er bezieht sich auf Petrus und dem ersten aller Apostel. Das ist tatsächlich so. Er war der Erste, der von Jesus angesprochen wurde, ihm zu folgen. Und er wurde dann später auch von Jesus besonders hervorgehoben, als er die verkündete, dass er auf diesem Felsen seine Kirche errichten möchte und mit Petros Felsen natürlich den Apostel meinte. Und es gibt eben auch einen Sinnspruch oder es gibt auch ein Zitat aus der Bibel, das ich jetzt mal sinngemäß wiedergebe, in dem er ihm die Schlüssel des Himmelreichs oder zu den Himmelspforten überreicht. Und diese Schlüssel sind seither ein Symbol für Petrus, aber eben auch ein Symbol für das Papsttum und damit natürlich ein Symbol, das uns auf den Tarotkarten an entsprechender Stelle wieder begegnen wird. Aber wofür Wenn stehen Schlüssel? Das ist jetzt du, mal die genau, Frage. also ohne jetzt dich zu nerven, würde ich auch da gerne drauf zurückkommen, wenn wir uns die Tarotkarten ansehen. Du könntest uns vielleicht nochmal, das weiß ich von unseren Stadtspürertouren, ich muss heute ein bisschen hier die Spannung steigern, Ja, weil die Karte ja ich den schon. Leuten immer ein bisschen schwierig vorkommt. Auf unseren Stadtspürertouren erzählst du ja auch immer gerne, oder wir erzählen es ja auch gerne, dass es bei dem Schlüssel schon auch noch eine Verbindung zu anderen Kulturen als der christlichen gibt. Das ist doch dein Spezialgebiet, oder? Ja, also sagen wir mal so, zunächst einmal die Schlüssel selber. Oft es sind zwei Schlüssel, die dargestellt werden. Hier sieht man sie sozusagen hintereinander. Manchmal sind sie auch gekreuzt dargestellt. Und der Schlüssel als Symbol des Petrus geht eben auf dieses Zitat aus dem Neuen Testament zurück. Aber es wurde auch sehr gerne übernommen, weil Petrus als Figur oder als Gestalt in der Christianisierung eine wichtige Rolle spielte. Man hat sehr früh die ersten Kirchen gerne dem heiligen Petrus geweiht. Man hat gerne Peterskirchen gebaut. Und wie ihr ja alle wisst, hat man gerne Peterskirchen an Orten gebaut, wo bereits die heidnischen Vorfahren ihre Heiligtümer hatten, ob das nun ein Hügel, ein Berg war, etwas in dieser Art. Gerne eben mal auf einer Bergspitze eine Peterskirche. Und oft, und das wissen wir sozusagen aus den Überlieferungen, waren das Heiligtümer des Gottes Donar oder des Gottes Thor, wie er dann im Nordischen heißen würde. Und Donar und Petrus, die haben ja was gemeinsam, nämlich zumindest in der Überlieferung soll ja Petrus nicht nur der erste der Apostel gewesen sein, sondern er war, dem würde ja auch eine volkstümliche Bedeutung zugemessen, nämlich die als Wetter, wie soll ich das jetzt sagen? Wetterheiliger. So, jetzt. Ist fast gesagt Wettergott, aber das darf man ja nicht sagen. Also als Wetterheiliger. Und als Wetterheilige sorgt er eben für Donnergrollen zum Beispiel. Und vielleicht kennt ihr das Sprichwort, wenn es wieder donnert und blitzt, dass man sagt, dass Petrus mit seinen Engeln Kegeln spielt und solche Bilder. Und da passen die Schlüssel auch wieder rein, weil man hat dann gesagt, das sind die Schlüssel, mit denen er die Schleusen des Himmels öffnen und schließen kann. Also, ne, wenn es also ordentlich regnet, dann schließt er da die Schleusen auf und dann regnet es ordentlich runter. Ja, diese Verbindung, glaubt man eben, kommt daher, dass man eben gern den Donar durch den Petrus ersetzt hat. Donar selber war ja auch so ein Rabaukengott, war ja eher so ein bisschen ja, latent aggressiv, könnte man vielleicht sagen. Und Petrus war ja auch einer, der schneller gehandelt als gedacht hat, zumindest wenn man den biblischen Überlieferungen glauben darf. Ja, so, das waren meine 2 Cent zum Thema Petrus und Donau und andere Kulturen. Aber Petrus wurde eben gerne mit, und man kennt dann eben eine Art Schlüssel auch bei diesem Donar, und das ist natürlich Thors Hammer, Mjölnir, der in seiner
Gestalt. Ich habe ja immer einen um. Mal gucken, ob ich den jetzt hier rausholen kann. Hier. Wenn der so ist, in seiner Gestalt, wenn er in seiner Gestalt so abgebildet wird, auch durchaus wie ein Schlüssel ausschaut in der damaligen Zeit. Nicht so, wie wir ihn heute vorstellen. Aber wenn ihr den mal so nehmt, na, dann habt ihr tatsächlich vielleicht wie so ein Schlüssel, der, wie man so Spielzeugfiguren aufgezogen hat früher, so geflügelte Schlüssel. So ähnlich schaut der ja auch aus. Hat man halt dann eben einfach den Petrus genommen, weil man gedacht hat, den Heiden fällt es dann gar nicht auf. Ja, also finde ich sehr schön und da kann ich auch was mit anfangen und werde auch gleich noch was dazu sagen. Wunderbar. Kirsten, du machst echt heute wirklich spannend, was du alles noch sagen möchtest, aber du wartest natürlich auf die Darstellung der Tarotkarten. Ja, genau. Du musst dich noch ein bisschen gedulden, denn ich habe euch natürlich, dass, wenn dann die Karte umbenannt wird in Hohepriester, ich weiß gar nicht, ab wann das der Fall ist, aber das kannst du uns ja sagen, Kirsten. Also das kann ich jetzt gleich verraten im Zuge der Okkultisierung des Tarot. Also Ende des 18. Jahrhunderts wurde das in Angriff genommen durch die französischen Okkultisten, Intellektuellen. Die haben gesagt, nee, wir machen da jetzt hier keinen Papst, sondern einen Hohepriester. In dieser Zeit hat man sich ja auch gerne mit den antiken Kulturen wieder besonders stark auseinandergesetzt und hatte eigentlich nichts mit dem Christentum am Hut, besonders nach der Französischen Revolution. Und da kam es dann zu dieser Umkehrung. Also das heißt, 19. Jahrhundert ist die Zeitphase, in der aus dem Papst dann ein Hohepriester wurde. Und da taucht dann natürlich das Bild des Hohepriesters auf, den es natürlich in den früheren Kulturen gab. Ob wir eben jetzt hier an Ägypten denken oder ob wir an, ja, zum Beispiel auch an Israel denken. Und wir haben eben hier zum Beispiel die Darstellung an eines jüdischen Hohepriesters, wie er wohl in der Zeit ausgesehen haben mag, in der Zeit von Jesus ausgesehen haben mag. Das könnte man jetzt alles genau beschreiben, was er da anhat. Das spare ich mir. Zumindest hat man einen Hohepriester sich so vorgestellt. Berühmtes Beispiel wäre Kaiaphas natürlich, oder Kaiphas aus der Geschichte um Jesus von Nazareth. Aber es gibt natürlich auch alttestamentarische Hohepriester, die übrigens dann auch weltliche Funktionen hatten, wie zum Beispiel Melchisedek, ne? Der ja bei den Genau, und es gibt Aaronen ja zum auch in Beispiel. diversen anderen Kulturen hohe Priester, also die griechische Kultur, die römische Kultur, ägyptische. Und ich glaube, du hast auch noch eine andere Kultur mitgebracht. Ja, genau. Denn wenn wir jetzt so an die Bilder von Hohepriestern denken und jetzt mal in unserem Kulturraum, jetzt mal abgesehen von römischen und griechischen. Bei uns, und das sehen wir dann auch später in den Darstellungen im Tarot, ist dann natürlich der Druide, ja, und vor allen Dingen jetzt eben nicht der allein vor sich hin wandernde Druide wie Merlin, den man ja auch mit dem Druidentum in Verbindung gebracht hat, sondern eher so die Druidengemeinschaft, der dann auch wieder natürlich der Oberdruide vorsitzt. Auch das natürlich im 19. Jahrhundert vor allen Dingen in Mode gekommen, als man eben wieder das Celtic Revival, die Renaissance des keltischen Denkens, des Keltentums feierte, sich wieder, wie du schon sagtest, das war im 19. Jahrhundert, ja allenthalben und überall wollte man sich an seine Wurzeln erinnern. Und da hat man dann eben den Druiden wieder entdeckt für sich und hat bis zum heutigen Tag gibt es hier einen Druidenorden gegründet. Der Druidenorden, den gibt es überall auf der Welt, ist so ähnlich organisiert, würde ich mal sagen, im Groben wie die Freimaurer oder ähnliche Geheimgesellschaften. Hier in München waren sie sehr aktiv, noch vorm Weltkrieg, hatten ein wunderschönes Haus hier in München, wovon leider nur noch Bilder existieren, weil es eben zerstört wurde im Krieg. Und das war drinnen also wirklich wie ein keltisches Paradies. Ne? Also überall diese typischen geflochtenen Bänder als Ornament, ein geschnitzter Baum im heiligen Raum. Also so ähnlich gab es eben, so wie es die Freimaurer gab und gibt natürlich, gibt es die Druidenorden heute noch. Und die leben natürlich von einem Druidenbild, das ganz stark als den Druiden auch als eine Art Hohepriester stilisiert. Haben Sie nicht noch immer einen Sitz in München, fragt Pascal.
Ja, es gibt natürlich den Druidenorden auch in Münchenloch, aber eben nicht mehr dieses schöne Haus. Heutzutage haben gerade die Münchner Freimaurer und Druiden haben nicht so schöne Häuser wie anderswo. Da denke ich jetzt mal an Hamburg zum Beispiel. Na, da gibt es ja zumindest das Haus in der. Moorweide. Genau. Ist es dann der Obot? Der was? Dieser Order of Druid Ah, ja, Bard. doch, doch, ja, genau, das ist der. Okay, Ich alles kann jetzt klar. die Abkürzung nicht so leicht auflösen, aber vielleicht weiß es jemand von euch. Ja, OBO. ich habe mal eine Session mit einem Druiden gemacht bei Tarotverband, habe aber jetzt wieder, es ist eine komplizierte Abkürzung. Bards, Druids und da gab es noch einen anderen Begriff. Die Obotriten waren es nicht, es war was anderes, aber jemand anderes kann das hier sicher auflösen. Wenn jemand da kurz weiß, sonst reichen wir das nach. Also wichtig ist nur, es gibt sie heute noch und dieses Druidenbild, das wir jetzt zum Beispiel im Hintergrund sehen, das ist eben ein typisches 19. Jahrhundert-Druidenbild. Wir wissen über die Druiden zwar einiges, auch gerade über die römischen Schriftsteller und die griechischen Schriftsteller, aber wir wissen natürlich nicht im Detail, was sie wirklich gemacht haben. Und ja, ihr kennt natürlich auch den berühmten Miraculix, heißt er so? Miraculix. Ja. Ja, genau. Der natürlich eine Art Dorfdruide war, der natürlich auch der weise Ratgeber war für die Gemeinschaft. Und da würde ich auch sagen, ist ein wichtiger Unterschied zu druidenhaften Gestalten wie Merlin oder anderen weisen Persönlichkeiten, die ja eher umherzogen dann. Ja, und ja, Wanderpriester vielleicht waren. Da kommen wir vielleicht dann, beim Magier haben wir über Merlin schon gesprochen. Und vielleicht. Genau, also prinzipiell würde ich Merlin eher als Magier oder vielleicht auch als Eremiten verorten. Vielleicht ist es auch ein Dreiklang. Wir können uns darüber überlegen, wir haben die dreifache Göttin im Tarot. Warum sollen sie nicht den dreifachen Gott im Tarot haben? Dann wäre das vielleicht wirklich für mich Magier, Hohepriester und Eremit. Ja, so um die Qualitäten dieser Jungfrau, Mittel, also Mutter und reife Alte darzustellen. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass die Hohepriesterfunktion, ja, weiß ich nicht, ob die Merlin ist. Passt Kann nicht man so halten, wie man ganz. möchte. Kann man, Ne? also ist. Schaut euch einfach nochmal das Video zum Magier an. Und überhaupt, wenn ihr über Tarot nachdenkt, überlegt euch auch, dass all diese geistlichen Figuren, die zu Anfang der großen Arkana auftauchen, dass die schon irgendwie in der Verbindung stehen. Also Magier, Hohepriesterin, Hohepriester, die drei, die haben was gemeinsam. Das sieht man ja auch in der Darstellung später. Sie sitzen schon mal alle. Und Die Magier nicht. der Magier nicht, das stimmt. Aber die dann praktisch ins Weltliche und ins Herrschaftliche gehen, sitzen natürlich alle. Ja. Ja, also wie gesagt, Druide wäre aber zumindest mal eine Bilderquelle, die wir häufiger in moderneren Tarots auch wieder antreffen, ne? Dass man so ein bisschen in diese Richtung denkt. Ja, und schon sind wir beim Tarot, liebe Kirsten. Christopher. Ich habe jetzt mal wieder beide nebeneinander gestellt, also den Herrscher und den Papst, wie er hier heißt, im Tarot de Marseille. Ist es eigentlich wirklich gerade dieser weiße Rahmen? Nein, das liegt daran, dass das hier so schräg gestellt ist, die Vielleicht. Karten. Es ist eine optische Täuschung. Echt cool aus. Ja, also, wir haben ja letztes Mal über den Herrscher gesprochen und Christopher klebt auch noch am Herrscher, weil er vergessen hat, den Titel umzuändern. In welchen Karten finde ich denn die dreifache Göttin? Ah, Maria. Das habe ich erwähnt bei der Hohepriesterin und bei der Herrscherin. Also schau dir die Videos nochmal an. Auf jeden Fall ist es Hohepriesterin, Herrscherin und Mond. Wir können auch vielleicht den Stern nehmen, aber der Mond wäre die bessere Entsprechung. Gut, also der Herrscher. Letztes Mal haben wir ein bisschen über die Zahl 4 philosophiert. Wir haben das, glaube ich, auch, nee, haben wir nicht mit Astrologie in Verbindung gebracht, aber wir haben auf jeden Fall über die 4 geredet und der Herrscher als Herrscher des weltlichen Reiches und darüber, dass unsere Welt ja sehr stark auch in Vierern
eingeteilt ist, ne? Die vier Jahreszeiten, die vier Himmelsrichtungen und so weiter und so fort. Und die vier als Quadrat oder Rechteck ist auch immer eine Zahl der Stabilität. Und gerade gesellschaftlich oder auch wenn Menschen zu Beratungen kommen, ist es immer ein Thema, ich brauche eine feste, solide Basis, ich muss stabil sein in meinem Leben. Und wir sind sehr, sehr stark daran orientiert, das Leben zu beherrschen und Kontrolle zu haben. Und das ist die Funktion des Herrschers. Und auch alle kleinen Karten im Tarot von 1 bis 4, da geht es sehr stark um Kontrolle. Falls ihr euch das letzte Video aus dem Sternenturm angesehen habt, dann habt ihr auch mitbekommen, dass die kleinen Arkana in den verschiedenen Qualitäten der Astrologie gleichgestellt sind. Also 1 bis 3 ist kardinal, 4 bis 6 ist fix und 7 bis 9 ist variabel. So, also in der 4 betreten wir das Reich der Fixierung. Ja, da möchte man einen Zustand, den man erreicht hat, festhalten, beziehungsweise man hat ihn festgemacht. Man hat so nach einer Anstrengung von der 1 bis 3, die wir auch immer auf die Trümpfe übertragen können, gesagt, jetzt ruhe ich mich aber mal aus, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Scheiß Corona. Ja, also, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber es ist, was ich gerade empfinde. Und dann, aber innerhalb dieser Fixierungsphase von der 4 und 6 ist die 5 die Karte oder die Zahl, die große Aufruhr wiederbringt. Einerseits steht sie in der Mitte der Zahlen 1 bis 9. Also wir kommen hier, das Thema verändert sich. Ja, wir gehen jetzt so langsam Richtung Endspurt. Also wenn wir uns Beispiel, wir erreichen unser 50. Lebensjahr. Ja, da wird uns dann wirklich klar, jetzt ist nicht mehr so viel da. Ne? Vorher haben wir uns überlegt, ach, das geht schon noch. Wir werden weiterhin toll aussehen und müssen nichts dafür tun. Ich rede gerade nicht über mich selbst. Nein, nein. Mit deinen jungen 24 musst du da auch noch lange nicht drüber nachdenken, Kirsten. Solange wir nur Zoom-Videos machen, geht das. Mit viel Filter drauf. Genau. Gut, also da gibt es eine Unruhe. Gleichzeitig fordert uns die 5 immer zum Aufbrechen auf. Ja, das war es noch nicht. Wir sind ja in der 4, können wir nicht sitzen bleiben. Wir wollen ja bis zur 9. Ja, und das spüren wir in dieser Phase. Und du hast vorhin den Petrus gezeigt mit den Schlüsseln. Der Petrus ist ein Türöffner. Wenn ich alles erreicht habe im Leben, was der Herrscher tut, wenn er über alles in der weltlichen, auf der weltlichen Ebene Kontrolle hat, dann braucht er ein neues Ziel. Und das ist zumeist die Sinnsuche. Warum mache ich das alles hier? Warum arbeite ich so viel? Was fange ich mit dem Besitz an, den ich mir erschaffen habe? Und es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Menschen, so war das jedenfalls vor Corona, in einer Viererphase zu sich der Spiritualität zuwenden, sich darüber Gedanken machen, was brauche ich denn noch im Leben? Und dafür steht der Hohepriester. Ja, das ist die Zuwendung zum Göttlichen. Auf der traditionellen Ebene war das natürlich, dass der Papst, wie du es vorhin gezeigt hast, über dem Herrscher steht. Ja? Aber in der neu denkenden Art und Weise, weil wie wir mit Spiritualität vielleicht umgehen, bedeutet es, über dem Absichern im Leben und dem Erfolg im Leben gibt es auch noch etwas, was höher ist als das. Und wenn wir den Hohepriester oft ziehen, das machen viele Menschen, die sich so der Sinnsuche zuwenden, dann sind wir total aggressiv, das ging mir übrigens auch so, wollen diese Karte aus dem Fenster schmeißen, weil sie sie nicht kapieren. Also sowas bei mir. Und dies ist aber die Aufforderung, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, als nur mit dem Absichern im Leben. Also das heißt, die Zahl 5 bringt die Zahl 4 ins Wanken. Und daher Ja. ist sie für uns unangenehmer, sage ich jetzt einfach Genau. mal. Wobei wir ja auf die 6 zustreben, das aber vielleicht, wenn wir in der 5 sind, die 6 ist ja wieder sehr stabil.
Ja, weil so, ich denke an das, an dieses Wabenmuster der Bienen. Das ist ja zumindest in biologischer Hinsicht sehr, wird das zumindest so dargestellt, dass die Zahl 6 sehr, sehr, sehr stabil sei. Darüber reden wir beim nächsten Und Mal. da reden wir beim nächsten Mal. Du hast recht. Und dann haben wir auf alle Fälle noch die Idee, die du gerade ausgeführt hast, dass wir in der 5 sozusagen eine Art Unsicherheit erleben, die wir dann mit einer Suchbewegung beantworten. Und die führt uns dann oft, während in der 4 uns ja vom Herrscher, wie sehen wir ja dann neben mir auf dem Thron noch sitzen, der scheint ja den Überblick zu haben, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, der weiß schon, was er tut, ne? Während jetzt der Papst, respektive Hohepriester, sich uns zuwendet, wir sitzen ja da unten, denke ich mal. Je nachdem, wie du dich empfindest, Christopher. Nachdem, oder man sitzt vielleicht auch auf dem Thron. Aber er wendet Genau. uns wieder zu und er öffnet sozusagen einen Kanal nach oben, könnte man sagen, ne? Das ganz Wichtige ist, auf einmal sind mehr Menschen als eine Person abgebildet. Das hatten wir vorher noch nicht in den großen Arkana. Ja, es gibt jetzt hier einen Dialog oder eine Spaltung meinetwegen auch. Hier sind Menschen, die zu etwas Höherem aufschauen. Es werden ja gerne die Adepten bezeichnet. Und der Papst oder Hohepriester oder sonst etwas verspricht ihnen, wenn sie sich ihm anvertrauen, dann werden sie ja, das Himmelreich sehen oder Erkenntnisse gewinnen. Deswegen wird der Hohepriester in Legungen auch gerne mit Initiation in Verbindung gebracht. Also eins der Stichworte ist Initiation. Ein anderes ist, dass man sich vielleicht einem Coach oder einem Therapeuten in die Hände geben sollte, wenn wir den Hohepriester haben. Der Hohepriester erscheint uns, wenn wir Antworten suchen, die nichts mit Irdischen zu haben, dann fällt uns vielleicht ein Buch auf den Kopf in der Buchhandlung oder sonst etwas und ein Spruch taucht auf. Auch so kommt der Hohepriester zu uns. Und ich vergleiche den Hohepriester, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich jetzt gehen soll, weil wir noch so viele andere Bilder haben. Also ich hoffe, euch interessiert das da draußen. Ich vergleiche den Hohepriester auch immer gerne mit der Schule. Die Herrscherin und der Herrscher, die stellen ja unsere irdischen Eltern dar. Da haben wir auch drüber geredet. Wir haben so dieses Harry Potter-Syndrom, Magier, Hohepriesterin, himmlische Eltern und Herrscherin und Herrscher, irdische Eltern. Der Herrscher steht für die Gesetze, die uns in der Kindheit gegeben werden. Und dann hat jedes Kind unterschiedliche Gesetze in der Kindheit gelernt und kommt in die Schule und wups, muss lernen, huch, die machen das ganz anders in den anderen Familien, ist ja strange. Und dadurch entsteht in der 5 und im Hierophanten eine übergeordnete Gesetzgebung, die mit der Gesellschaft zu tun hat. Ich habe vorhin gesagt, dass ich die 5 als ein Thema empfinde, was ganz stark mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Und wir sind gerade dabei, also Diversität ist definitiv ein Thema des Hohepriesters. Wie bringen wir das alles unter einem Hut? Der Hohepriester war früher, als wir noch hier das christliche Abendland waren, ganz klar definiert, wir sind hier in Deutschland, hier sind wir christlich, wir streiten uns vielleicht darüber, ob wir Protestanten oder Katholiken sind, aber mehr ist da auch nicht, ne? Und die Gesetzgebung ist hier klar. Und jetzt bricht das alles auf und wir wissen gar nicht mehr wohin. Und das verursacht auch wieder eine große Konfusion und große Unannehmlichkeiten, die sich wieder in den kleinen Arkana widerspiegelt. Und der Hohepriester hat auch immer was mit Ethik zu tun. Er ist der moralische Leitfaden einer Epoche. Und um die Verbindung nochmal zu schlagen, und ich hoffe, ich bringe euch da nicht total aus dem Konzept, für mich ist der Hohepriester auch immer der PR-Mann der Hohepriesterin. Die Hohepriesterin steht für das ewige, allgemeingültige Wissen und die allgemeingültige Weisheit. Und der Hohepriester, der interpretiert das immer gerade, wie er Bock hat, für die Zeit und die Kultur, in der er sich befindet. Ah, okay. Also da, wo wir die Hohepriesterin hatten, die das Buch auf dem Schoß hat,
aus dem sie liest oder vielleicht auch nicht liest oder auch nur, sagen wir mal, das einfach in sich aufnimmt oder ein inneres Wissen verkörpert, so ist der Hohepriester der Interpret dieses übergeordneten Wissens und passt es Genau. jeweils immer an die Zeit an, damit die Leute das in den entsprechenden Worthülsen auch verstehen können. Genau. Und Und zu man ihm gehen die Leute, wenn sie sich seelisch entwickeln wollen, zum Herrscher gehen sie, wenn sie ja ein gutes Karriere Geschäft machen machen wollen. wollen. Genau. Also sagen wir so, diese, was mich jetzt gerade noch so ein bisschen beschäftigt, ist, dass eben zum ersten Mal andere Menschen auftauchen. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Ja. Das heißt aber auch, der Hohepriester ist ohne ein Gegenüber oder ohne jemanden, den er belehrt oder ohne jemanden, dem er etwas interpretiert, gar nicht denkbar. Also da ist Ganz eine genau. Wechselwirkung, ne? Der Herrscher ist Herrscher, weil er Herrscher ist. Und Ihm das ist es Wissen der wurscht. Also Hohepriesterin im und negativen Sinne ist es ihm wurscht, was da unten vor sich geht. Der Hohepriester, und das ist auch der Anspruch der Kirche heutzutage noch, ist immer auch in der Zuwendung. Ob uns gefällt, wie er sich uns zuwendet oder nicht, das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber der Hohepriester, die Karte steht auch immer für einen Ruf. Immer wenn ich den Hohepriester ziehe, heißt es, du bist berufen, ähnlich wie Petrus von Jesus berufen wurde. Ja, und man sieht auch, dass man Opfer bringen muss. Wir sehen ja hier zwei tonsurierte Köpfe. Das sind also keine Genau. Donuts, die da auf den Köpfen kleben, sondern das sollen wohl Mönche mit Tonsur sein. Das heißt, Menschenknäufe lese ich hier. ja, Menschenknaufe, ja. Also ich habe lange überlegt, warum man das so darstellen muss, aber das müssen ja dann schon Leute sein, nicht, das ist einfach nicht das Volk, zu dem er Sind spricht. Adepten. Es sind dann wiederum schon Leute, die begonnen haben, diesen Weg zu gehen. Ne? Also nicht Ganz genau. jeder, wie du vielleicht am Anfang etwas scherzhaft meintest, nicht jeder kommt zum Hohepriester, sondern Ja. die bereits schon ein Gelübde abgelegt haben, die bereits schon bereit sind, sich dem Dogma, das ja auch dann dahinter steckt, auch zu widmen. Genau, ich meine es überhaupt nicht scherzhaft. Das Das ist ist kein absolute Scherz. Realität. Und ich bin eine ernsthafte Person. Ja, ich merke schon, mit Hohepriester hast du es irgendwie so ein Ja, bisschen, ne? da lasse ich nicht mit mir spaßen. Ja, ich merke das schon. Nein. Und Dogma ist ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort. Ich habe gerade das Beispiel mit der Schule genannt, ne, und mit der gesellschaftlichen Prägung. Du musst, der Hohepriester ist auch die Phase, wo du in die Schule gehst oder in eine Glaubensrichtung einschlägst, wenn du dich mit der Spiritualität beschäftigst, dann gehst du vielleicht mal auch so in eine leichte Form der Sekte oder so. Und du musst. Entschuldigung, eine leichte Form der Sekte. Ich Ja, überlege ich jetzt gerade, denke was da an könnte das meine sein? Erlebnisse in Berlin in den Ja, 80er ich merke schon, Jahren. da steckt was Persönliches dahinter. Eine Genau. leichte Form. Ein Nein, also bisschen Sekte schadet nicht. du gehst halt zu irgendeinem Lehrer. Okay, Wenn du verstehe. anfängst. Und dem vertraust du erst einmal. Weil wenn du ihm nicht vertraust, kommst du nicht weiter. Und mein Beispiel ist immer, als ich in die Schule gegangen bin, ja, da musste ich auch vertrauen. Da hatte ich noch in den ersten 4 Klassen, von daher, Patrick, Pascal, danke fürs 25, aber es ist doch ein bisschen länger her. Hatte ich in den ersten 4 Klassen einen Lehrer, der uns allen erklärte, immerhin hat Hitler die Autobahn gebaut. Und in der 5. Klasse kam dann jemand vom Studium und sagte, als er fragte, was wisst ihr über Hitler, haben wir ihm natürlich diese Antwort gegeben. Und dann habe ich den Rest meines Lebens nur noch KZ-Filme sehen dürfen. Aber, also das ist, was ich meine. Wir vertrauen und nehmen dieses Wissen an im Hohepriester. Und wenn wir dann die nächste Session haben, werden wir sehen, ob wir es hinterfragen oder nicht. Aber der Hohepriester ist halt so wahnsinnig, da sind wir in so einer wahnsinnig empfindlichen Phase, weil wir uns hingeben und vertrauen, zwei wichtige Schlagworte für die 5. Und der Mensch, der sich da zu uns herabbeugt, der muss korrekt sein. Es gibt nicht umsonst auch Kartenleger, die sagen, da ist das Missbrauchsthema. Naja, Jacqueline wirft ein wichtiges Stichwort in die Runde, nämlich den Guru, der ja auf der einen Genau. Seite zunächst mal nichts anderes bedeutet als ein Lehrer,
Und auf der anderen Seite, wenn wir so das Sektenthema nehmen, der Guru, dem ich auch verfallen kann und viele, die in Sektenerfahrung gemacht haben und negative Sektenerfahrung gemacht haben, berichten natürlich auch von diesen Missbrauchsthemen. Es ist also, ich denke mal, ich finde es einen interessanten Aspekt, dass wir überlegen, dass wir an bestimmte Stellen in unserem Leben einfach immer wieder kommen, wo wir selber nicht mehr die Ordnung herstellen können für uns und uns dann an jemanden wenden, sei es Mann oder Frau. Also der Hohepriester kann natürlich auch eine Frau sein. Ja, grundsätzlich. Das ist aber sehr weit gedacht. Das ist sehr weit gedacht. Ich weiß, aber sagen wir mal so, nicht zu verwechseln dann mit der Hohepriesterin, ne, im Tarot. Aber ich denke einfach mal als weibliche Figur, die uns eine Führungsgestalt, die uns eine geistige Führung anbietet, kann natürlich Männer und Frauen gemeint sein. Und dass wir uns dem anvertrauen und dadurch natürlich auch uns in dieser sehr verwundbaren Situation natürlich auch öffnen müssen. Ja, und in dieser Öffnung steckt natürlich auch die Gefahr, wiederum verletzt zu werden. Genau. Aber andererseits wissen wir, eine Entwicklung ist gar nicht möglich, wenn ich nicht in der Vier verharren möchte, in einer einfach gegebenen Ordnung, so ist es, muss ich diesen Schritt gehen und manchmal braucht es einen Türöffner, ja? Und ich muss aber schauen, dass ich dann vielleicht, wir werden das sehen, in die Sechs gehen kann. Dass ich dann sozusagen den nächsten Schritt vollziehen kann. Sonst bleibe ich da vielleicht auch hängen und werde immer ein menschlicher Türknauf sein oder ein sprechender Donut, wie die da unten. Ein wichtiger Aspekt noch zur 5. Es ist die Zahl der Quintessenz. Ja. Quintessentia. Und bedeutet natürlich, dass alles, was wir bisher durchgenommen haben, ja, ihr habt hier alle brav gelernt, auch das liebt der Hohepriester, zusammengefasst wird und daraus etwas Neues entsteht. Denn was ist das Symbol für den Hohepriester meistens? Es ist das Pentagramm. Das Pentagramm kann ich jetzt schlecht darstellen. Das ist ja die vier Arme, also Arme, beide Beine plus Kopf. Also wir sind nicht Mit nur noch Körper, sondern auch denkendes Wesen, was uns angeblich von anderen Lebensformen unterscheidet. Aber ich bezweifle das langsam, dass wir denkende Wesen sind. Ja, wir sind ja momentan eher in einer Herrscherphase, ne? Also ich glaube, wir müssten jetzt in eine Hohepriesterphase kommen, aber wer ist derjenige, der uns da herausführt? Und das ist das Spannende. 2020 war das Jahr des Herrschers, 2 plus 0 plus 2 plus 0. Und jetzt sind wir im Jahr des Hohepriesters, 2 plus 0 plus 2 plus 1. Ja, und das dauert wohl noch ein bisschen. Oder ist die Zusammenführung von seelisch, von Denken und irdischer Macht gerade auch ein ganz großes Thema, also Gleichschaltung. Ja, also es ist die Frage. Wir müssen auf der einen Seite jemandem vertrauen. Ja, wir müssen sozusagen jemanden auch die Führung anvertrauen. Und auf der anderen Seite steckt natürlich uns in den Knochen auch, das sollte nicht für immer sein. Ja, also deswegen die 5 ist ja auch keine stabile Zahl und eigentlich tendiert sie zu einer nächsten Stufe. Ja. Du hoffst immer jetzt gleich in die 6 zu glitschen, Ja, Christopher. irgendwie so, weil du merkst, ich habe so meine Schwierigkeiten. Wir gucken uns mal ein paar andere Karten an, wie das so im Laufe der Zeit dargestellt wurde. Hier sehen wir auf der kirchenzugewandten Seite das Visconti-Tarot und auf der anderen Seite eines auch älteren Tarots, ich nehme an, Glaube, auch das ist das 16. 17. Blanchet-Tarot. jeden Fall auch so 16. 17. Jahrhundert, schätze ich mal. Genau. Und da Und sehen wir ja wirklich sehr stark die Betonung dieses Päpstlichen noch. ja. Und wir sehen auch die Insignien des Papstes nochmal deutlich. Die Papstkrone sehen wir dort, die der Papst natürlich heute nicht mehr trägt, aber sie existiert noch. Die drei Gewalten des Papstes verkörpern. Die drei ist eigentlich eine dreifache Krone. Und wir sehen das dreifache Kreuz, was das Papstkreuz ist. Und wir sehen natürlich auch wieder die Schlüssel. Und also da ist also ganz klar die Identifikation mit dem Papst gegeben. Interessant auch die segnende Geste, finde ich, die wir im Visconti-Tarot haben. Die taucht in späteren Tarotformen auch immer wieder auf. Es ist ja eine Geste, über die man nachdenken könnte. Was bedeutet sie eigentlich?
Es ist die Geste, die ja im Grunde genommen in den Himmel weist und vielleicht auch den Papst respektive Hohepriester zu einer Figur macht, die sagt, das, was ich dir verkünde, ist nicht mein Wissen, sondern es ist das göttliche Wissen. Das ist eben zweischneidig, weil auf der einen Seite, wenn ich natürlich jemandem etwas beibringe und sage, das habe ich aus meiner eigenen Erfahrung, dann kann ich natürlich als der, der lernt, auch immer sagen, okay, und ich mache meine eigene Erfahrung und kann auf dieser Basis das, was du mir sagst, auch hinterfragen. Aber wenn Ja. jemand kommt und sagt, na ja, das, was ich dir jetzt verkünde, ist einfach göttliches Wissen, was soll ich dahinter fragen? Und das macht es eben so schwierig, ja, weil wir so eine Neigung haben dazu, gerade in Phasen der Orientierungslosigkeit, auch Phrasen entgegenzunehmen, die von denen jemand einfach sagt, das habe ich gechannelt bekommen oder also ich habe nichts gechannelt bekommen, aber wenn du das manchmal so hörst, ja, Kirsten, du weißt doch, was ich meine. Nein, Christopher, ich weiß nicht, was du Und meinst. Vielleicht erkläre dass ich. jemand sagt, meine Weisheit ist nicht von dieser Welt. Ich meine, auf der anderen Seite, das ist ja auch das, was Jesus gesagt hat, ne? Also. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dadurch hat er es aber auch sakrosankt gemacht, enthoben aller irdischen Hinterfragerei. Also, Jacqueline schreibt, Vertrauen ist gut, aber hinterfragen auch. Beim Hohepriester. Wenn wir den Hohepriester ziehen, würde ich nicht hinterfragen. Das ist nicht die Karte des Hinterfragens, es ist die Karte des Vertrauens. Okay. Intuition, Jacqueline, ist die Hohepriesterin. Der Hohepriester ist Einweihung und bei der Einweihung hinterfragst du nicht. Ja, du Ne? musst Die dich verbunden. Taufe ist das Bekenntnis. Sich zugehörig fühlen und zwar mehrere Menschen zu einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Ja, ich glaube, jetzt wird es klarer. Ich finde es immer ganz interessant, dass man es auch nochmal vergleicht. Also Intuition wäre ja ein Wissen, das aus meinem eigenen Inneren aufsteigen kann. Da sind wir bei der Hohepriesterin. Die innere Stimme. Eine innere Stimme, genau. Und jetzt sind wir beim Hohepriester. Das ist eine äußere Stimme, die von außen kommt, der wir vertrauen müssen, die auch nicht aus der eigenen Erfahrung entwickelt ist, ne? Weil Einweihung bedeutet ja auch, dass ich in eine nächste Stufe meines Lebens komme, von der ich eben noch keine Ahnung habe. Ja? Also das heißt, da muss ich mich diesem Prozess der Einweihung anvertrauen, wenn wir an so viele Rituale denken, wie wenn zum Beispiel die Priesterweihe, wo die sich so glatt auf den Boden legen müssen, ja, mit dem Gesicht nach unten, also völlig, also tiefer kann man ja nicht sinken, könnte man fast sagen, ja. Wie sie eingebuddelt wurden von den Kelten angeblich 3 Tage lang, um wieder rauszukommen. Was die Freimaurer machen bei ihren Initiationen oder sonst etwas. Aus Im den Gärten Dunkeln mal. laufen und ein Schwert an die Brust gehalten bekommen. Ist auch nicht so der Brüller. Naja. Ein wichtiges Wort für den Papst, Hohepriester, ist ja der Pontifex. Ich mache jetzt leider einen schlechten Witz wegen Brückenbauen, aber er ist der Muss ich es raus? Brückenbauer. Ja. Nicht, dass ich das rausschneiden muss nachher, Kirsten, was du jetzt machst für einen Witz. Tut mir ganz furchtbar leid. Aber er baut die Brücke zwischen dem Irdischen und dem Seelischen. Das Seelische sehen wir dann später. Aber dafür ist er zuständig und er ist ja auch der Übersetzer des Göttlichen in eine verständliche Sprache. Das meine ich mit dem PR-Mann der Hohepriesterin. Schauen wir doch noch mal ein paar andere Bilder an. Da haben wir hier die Darstellung aus dem Tarot von Robert M. Place. Robert M. Place, das sehr, sehr stark alchemistische Symbole mit einwebt. Da sehen wir vor allen Dingen diese dreifache Papstkrone, die hat er sich sozusagen noch mitgenommen. Und wir sehen ihn hier auch mit einem aufgeschlagenen Buch, in dem er Symbole erklärt. Das könnte so ein alchemistischer Almanach sein. Sonne Wegen und der Mond im Lehrmeister. Hintergrund. Wie bitte? Der Lehrmeister. Der Lehrmeister, genau. Also da haben wir eher diese Figur. Ich gehe trotzdem mal ein bisschen zügiger weiter, damit wir noch ein paar andere Darstellungen haben. Die sind natürlich jetzt, sagen wir mal, wahrscheinlich den meisten vertraut, die sich mit Tarot beschäftigen. Wir sehen auf der Kirsten zugewandten Seite das
Crowley-Harris-Tarot und wir sehen auf der mir zugewandten Seite das Waite-Smith-Tarot. Und wir wissen ja mittlerweile aus den Folgen davor, dass das Waite-Smith etwas älter ist als das Crowley-Tarot. Aber beide speisen sich aus einer ähnlichen okkulten Quelle, nur mit anderen Ideen. Und interessant, weil du es vorhin erwähnt hast, ist das Pentagramm, das wir eben hier bei Crowley natürlich prominent finden in mehrfacher Hinsicht. Ja, da taucht es mal als Art Brustplatte auf beim Priester. Und wir sehen auch die hohe Priesterin, die unten steht und die er quasi ja, übersetzt. Aha, okay. Ja, Und auch hier stimmt. sehen wir ja dieses, also es gibt da unterschiedliche Interpretationen, wie diese Dunkelheit zu deuten ist. Crowley hatte es ja nicht so mit der Kirche. Aber wir sehen hier auch das Motiv, dass hinter dieser doch sehr düster gehaltenen Gestalt ist Licht. Und wir sehen hier, das sehen wir bei Waite nicht, halt die vier Elemente, die aber nur als Masken dargestellt werden. Also es soll ein babylonischer Priester sein, die dann später lebendig werden. Also hier wird die sehr stark auf die Quintessentia abgehoben. Und bei Waite ist mehr die Betonung dieses, nimm mal deinen Kopf ein bisschen weg. Ja, schon geschehen. Bei Waite ist diese Betonung, dass von oben zu den Menschen etwas Bringendes, ne? Und was hat sich verändert zu der Symbolik, die wir gerade gesehen haben? Wir haben A, diese beiden Schlüssel, ne? Er macht das Einweihungszeichen und das Verschwiegenheitszeichen. Wir haben zwei graue Säulen. Ja? Vorher waren bei der Hohepriesterin war die Säule schwarz und weiß. Also er geht mehr Richtung Objektivität, Neutralität, keine Ahnung, Gleichmacherei können wir auch sagen. Und hier ist sehr stark gezeigt, ich bin derjenige, der euch sagt, wo es lang geht. Ne? Hört auf mich. Und da habe ich dann zwei Optionen, die beiden Adepten, einer mit weißen, einer mit roten Blumen, also den Weg der platonischen Hingabe oder den Weg des sinnlichen Lebens. Und mir fällt auch gerade ein mit den beiden Schlüsseln, es sind zwei Schlüssel. Was deutet vielleicht auch darauf hin, ich kann dir aufsperren, aber ich kann auch wieder zusperren. Ich kann sozusagen, wenn du sagst, Geste des Schweigens, fällt mir gerade ein, ich kann dir alles eröffnen, aber wenn du mir nicht zu Pass bist, dann schließe ich auch wieder mein Wissen. Ja, und Und auch das stille Zeichen, man soll halt nicht über Einweihungserlebnisse reden, ne? ja, es ist halt anders, weil natürlich das segnende Zeichen nach oben gerichtet ist. Man könnte dieses Schweigezeichen bei Crowley auch als Zeichen der Weitergabe deuten. Also es fließt sozusagen in die Richtung nach unten. Und was ich so bezeichnend finde bei der Darstellung von Harris ist, dass sie diese Maskenhaftigkeit natürlich bis zum Hohepriester selbst weiterführt, der ja im Grunde genommen eine Maske ist, eine tönerne Maske. Und dahinter spricht, also dass die Wahrheit oder das, was er da verkündet, braucht eine Maske, durch die es hindurchgesprochen wird, weil es wahrscheinlich ansonsten nicht erfasst werden kann. Ich finde auch gerade dieses Lichtdurchdrungene dieses Hohepriesters und dahinter dieses auch wieder mit einem fünfblättrigen Blütenblatt, Fenster, Kirchenfenster versehene Bild. Also es strömt durch ihn hindurch eher. Er ist eher ein Gefäß. Ja, oder er maskiert die Wahrheit. Oder so. Also er sagt, du kannst die Wahrheit nicht begreifen, deswegen nimm die Form an, die ich dir gebe. Und da müssen wir natürlich vertrauen, dass sie die richtige Form wählt. Da sind wir wieder beim Vertrauen angelangt, ganz genau. Eine modernere Variante sehen wir hier in dem allseits beliebten Tarot Modern Witch Tarot von Modern Lisa Witcher Stern. von Lisa Stirl. Ja, und das ist eine Karte, die mich dann immer herausfordert, ebenso wie sie beim Herrscher mich herausfordert. Beim Herrscher könnte man sagen, ach, das ist eine non-binäre Person, da hat man dann ein bisschen das leichter. Aber nun haben wir jetzt hier eine hohe Priesterin und eine hohe Priesterin, wobei die hier jetzt Hierophant heißt. Was heißt eigentlich Hierophant, Christopher? Der Heiliges sagt. Der Heiliges sagt. Die dort das Heilige verkündet. Und wenn wir jetzt eine weibliche Hohepriesterin und eine weibliche
Hierophantin haben. Mein Ex-Freund sagte immer, Ottifan fällt mir dabei gerade ein. Dann ist das vielleicht so, du hast es ja vorhin schon angesprochen, man braucht nicht immer einen männlichen Guru, es kann natürlich auch weibliche Gurus geben. Der Unterschied ist einfach, die Hohepriesterin, also die Zahl 2, behält ihre Weisheiten bei sich und spricht auch nicht zu dir, sondern kommt höchstens in Träumen zu dir. Sie ist zurückgezogen, du musst zu ihr hingehen, dich in sie hineinfühlen, wenn du Antworten haben willst. Die hohe Priesterin oder der hohe Priester, die sind all over the place und stellen auch den, ist eine Karte des Zeitgeistes, ne? Und da ist gerade diese Karte ein super Beispiel für den Zeitgeist. Na, ich finde es interessant, dass sie die beiden Mönche dann doch in zwei, das eine ist vielleicht deutlicher als Frau zu erkennen, das andere ist eher eine mit Kurzhaarschnitt versehene Frau, könnte auch ein Junge sein, also finde ich jetzt nicht so eindeutig. Haare? Ja, die mit Okay, das kurzen kann Haaren ich. könnte auch ein Junge sein, ne? Ich weiß, Ja. es dürfen ja auf im dieser Stöltero dürfen ja keine Männer vorkommen, außer an einer Stelle. Aber es könnte auch ein Junge sein. Das ist kein Verbot, dass die da nicht vorkommen dürfen. It was a choice. Ja, also es ist zumindest so gewählt worden. In jedem Fall sitzt dort natürlich eine Frau und deswegen kommt das, was ich vorher gesagt habe, eigentlich zum Tragen dadurch. In dieser Hierophantenrolle kann natürlich auch eine Frau sein. Ich meine, wir kennen auch hohe Priesterinnentypen auch in der Moderne. Ne? Ob das jetzt irgendwie eine Sektenanführerin ist, wie die Uriella zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer sich an die noch erinnern kann. Die mit dem Wasser in der Wanne. Das weiß ich nicht, aber es kann schon sein. Also vielleicht, mir fällt jetzt so spontan ein als Negativbeispiel und dann eher positiv konnotiertes Beispiel ist diese Ama zum Beispiel, ne? Zu der man ja auch hingeht. Die einen dann, also gibt verschiedene Figuren, die da rein in diese Rolle gehen und die auch diese Rolle dann übernehmen. Ne? Also, dass durch dich fließt etwas. Du musst dich denen ja auch dann nähern, denen eine Gabe geben. Du musst ihnen irgendwie, ja, auf alle Fälle bist du immer eine Stufe niedriger. Davon lebt der Hierophant, glaube ich ja auch, dass er immer höher ist. Und das finde ich in dem Bild natürlich auch wieder. Die Frage ist für mich, die sich bei der Lisa Stirl-Interpretation stellt, ist eher, wer sind dieser modernen Generation? Wem nähern die sich heute so an? Worin finden wir das heutzutage, wenn man weg vom Sektendenken geht? Und wir sind ja eine sehr areligiöse Zeit, ne? Also, was sind die Persönlichkeiten, die uns heute ja, hohe Priesterqualität geben. Ich sehe auch zum Beispiel, wenn man genau hinschaut auf der Karte, die hat ja auch Tattoos auf dem Arm, auf den Armen, diese hohe Priesterin oder der hohe Priester als weiblicher Gestalt. Also, Also das ich ist so würde eine sagen, Frage, wie ich mir stelle. das ist was sehr gerne als Tribe bezeichnet wird. Which Tribe do you belong to? Das ist nicht unbedingt der Kommunengedanken, aber dass man so sich Leute sucht, die gleich denken, ne? Und vor allem, und das kommt vielleicht jetzt bei den nächsten Karten noch zum Tragen, wechselt das von äußerlicher hohe Priestererfahrung immer mehr in innerliche Priestererfahrung. Das haben wir aber schon bei dem, ich hoffe doch nicht, Greta Thunberg. Doch, Greta ist definitiv eins dieser Idole. Finde ich gar nicht doof. Sind das, ich wage jetzt mal was. Also Greta Thunberg finde ich interessant, weil ich glaube, man kann das ja schon ein bisschen auch wie einen Kult auch sehen. Ja, könnte man. Einige tun das sogar. Ja, die Osho-Kommunen, aber das ist schon wieder so ein bisschen oldschool, old-fashioned. Ich glaube, dass die heutige Jugend nicht zwingend in eine Osho-Kommune geht. Aber vielleicht diese Kult um bestimmte Persönlichkeiten, um Idole, die Die tatsächlich auch nicht. Die Influencer. Influencer, ja, das wollte ich gerade sagen, könnten die Influencer teilweise so hierophantische Funktionen übernehmen? Die haben absolut hierophantische Funktionen, die Ja, Influencer. interessant. Ja. Ja, tut Nee, mir bitte leid. nicht, Pippeline, tut mir leid. Wir haben das I-Wort gesagt, Influencer. Die Influencer haben ja auch diese moralische Qualität. Ja. Shitstorm ist ein Hohepriester.
Du bist verdammt, du machst es falsch. Da sind wir beim Thema Cancel Culture angekommen. Ja. Indeed. Und Ich das glaube, ist wir auch nehmen. ein Thema des Hohepriesters. Ja, dann würde ich doch mal Das sagen, ist richtig, das ist falsch. machen wir die Biege, bevor wir politisch werden. Ich war gerade so schön im Beten eingefroren. Ja, sehr schön, liebe Kirsten. Ich habe jetzt hier, Vielleicht ist Herr ja. Lauterbach auch ein Hohepriester. Ja, also Aber er ist ich. nicht. Nee, es ist eine total berechtigte Frage. Was ich gerade ausgeführt habe, bevor ich da was von Greta las, es verlagert sich immer mehr in die Selbsteinweihung. Ne? Wir brauchen nicht mehr Äußeres, um uns einzuweihen. Wir können das auch innerlich tun. Und das ist ja ein Gedanke, der schon seit den 90ern ziemlich aktuell ist. Da stammt die Karte her, die wir bei Christopher sehen, der Hohepriester von Röhrig, den ich sehr schätze, weil er so dieses Aufgelöste darstellt. Ne? Also nur unten ist er quasi noch Gesicht und diese Verbindung nach oben ist total stark. Ein Hinweis darauf, dass wenn ich mich der Meditation hingebe, alleine in meinem Corona-sicheren Haushalt, dass ich trotzdem Einweihung erfahren kann. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal den Robert M. Place mit seinem Raziel-Tarot. Und da sehen wir nochmal das Bild aufgegriffen, was Christopher uns eingangs gezeigt hat. Das soll hier Aaron sein, also der Bruder von Moses, der ja die Priesterkaste der Israeliten begründet hat. Im Hintergrund die Bundeslade und auch dieses Räuchergefäß und eben im Ornat der Hohepriester der Israeliten. Ja, ich finde es interessant und Pascal schreibt hier noch eine interessante Gedanke. Ich gebe ihn mal ganz kurz hinein, damit ihr ihn mitlesen könnt. Greta, die Wissenschaft, Verschwörungstheorien, Influencer, alles in die Richtung, aber Religion im ursprünglichen Sinne eher nicht, dafür Dogmen. Und ich glaube, das trifft es auf den Punkt, die organisierten Religionen, ja, die wir vielleicht mit dem Hohepriester ursprünglich verbinden, die sind nicht mehr das, was so zählt. Ne? Also die sind ja zumindest in unseren Breiten eher im Rückzug sich befindlich. Und es verlagert sich, so wie Kirsten, du das sagst, stärker in die Idee, ich kann das auch alleine. Allerdings tauchen immer mehr dogmatische Persönlichkeiten auf, die uns, weil irgendwo bleiben wir ja in der Fünf und haben die Frage, wo finde ich denn das? So ganz aus mir selbst kann ich es nicht schöpfen. Und dann werden halt vielleicht auch pseudoreligiöse Gestalten immer wichtiger. Ja, ich sage es mal bewusst pseudoreligiös, weil die ja auch kommen und gehen. Das ist jetzt nicht wie die katholische Kirche viele tausend Jahre alt, sondern der Influencer von heute ist der Schnee von gestern morgen. Also das heißt, da ist keine wirkliche Stabilität gerade drin. Vielleicht ist das auch ein Zeichen unserer Zeit. Und wenn du jetzt sagst, wir sind 2021 im Hohepriesterjahr, ist das vielleicht auch ein Hinweis, dass die Rückkehr der Hohepriester ansteht. Ich habe noch eine Sache, die mir jetzt eingefallen ist, während du geredet hast. Abgrenzung Hohepriesterin, Hohepriester, Hohepriesterin Intuition, Hohepriester Institution. Und Christopher, du als Astrologe, jetzt erklär mir noch mal bitte, warum der Hohepriester dem Stier zugeordnet ist. Tja, wenn ich das wüsste, liebe Kirsten. Das habe ich mich schon immer gefragt. Ich meine, bei Crowley haben wir das ja auch schon gesehen. Na, wenn ihr das mal anschaut, nochmal bei Crowley, der bildet ja den Stier ganz dominant ab. Da sind Elefanten sogar zu sehen. Na. Naja, Ja, ich und er hätte wird jetzt. halt als babylonisch dargestellt, was so an das stierische Zeitalter Genau. erinnern soll. Hier wurde gerade vom Wassermann-Zeitalter geschrieben. Ja, also das ist. Ja, warum, Kirsten? Warum? Das weiß ich nicht so Ich genau. habe dafür auch persönlich nicht so die beste Antwort. Also die Logik ist einerseits, dass nach dem Widder, der dem Herrscher zugeordnet ist, der Stier kommt. Das ist etwas, was der Golden Dawn da, glaube ich, gemacht hat. Für mich ist die Karte eher schützisch oder jupiterisch. Und das andere ist, dass, so wird immer argumentiert, die Priester gerade in dem Stierzeitalter, also im babylonisch-ägyptischen Zeitalter, sehr stark waren.
Und deswegen, dass dem Stier zugeordnet ist. Pascal schreibt, vielleicht die empfangenden Hörner. Ja, habe ich auch gerade im ersten Moment überlegt. Im Röhrichtarot sehen wir das Symbol des Stiers, relativ dominant, bei seiner Hand stehen. Die Karte gefällt mir übrigens sehr gut, besser als die Herrscherkarte im Röhrichtarot. Ne? Also, mit der kann ich jetzt echt viel anfangen. Schön. Aber du hast recht, ne? Wir haben ja die Kugel und dann die Hörner drauf. Das ist die Schale des Empfangenden und so wird es ja im Röhrichtarot auch dargestellt. Na, nach oben offen sein. Ne? Ich bin nach oben offen, aber nach unten bin ich geschlossen. Und das könnte dieses Stiersymbol mit verkörpern. Und du sagst ja auch immer, dass Stier das Zeichen der Gruppe sei. Ja, die Herde. Ja, Ne, und die Sicherheit, Herde. Gruppe, das, was Pascal auch nochmal erwähnt, jemand sagt, was zu tun ist, die Tradition, ich Genau. kann mich darauf verlassen. Ich fühle mich in der Gruppe geborgen. Ne? Es ist also nicht einfach nur die Ordnung, sondern ich fühle mich da geborgen. Gehen wir mal weiter, damit wir auch nochmal ein bisschen vorwärts kommen. Ich habe hier die nochmal zwei dargestellt, da können wir aber nur kurz drauf eingehen. Das eine ist aus dem, wie heißt es, das Tarot der 78 Pfortentarot. 78 Pfortentarot, da sehen wir eben ganz klar Petrusgestalt, Vatikan, Dilemma, das Lamm Gottes, nehme ich an, ist eine Anspielung drauf. Und im Druidcraft sehen wir den High Priest natürlich als schottisch gewandeten, naja, könnte eigentlich, also für mein Dafürhalten könnte das auch ein Clan-Chef sein, aber es soll wahrscheinlich eher so eine Art Priester sein, eines Clans, nehme ich jetzt mal an. Ich finde, es ist schön gemacht, aber auch, dass er da diese Handgeste macht, die ja wiederum die Stiersymbol nachahmt, das kann man ja auch vielleicht auch so sehen, Stimmt, ja. das ist das Bullszeichen. Andere sehen darin natürlich andere Symbole noch drin, also mag man mal halten, wie man Wacken. will. Genau. Aber gehen wir noch zu anderen, und zwar das letzte Bild, da habe ich jetzt noch mal zwei sehr moderne, sehr neue Varianten gewählt. Einmal aus dem Mystic Tarot von Das mystische Tarot von Katrin Welz-Stein. das, genau, Dankeschön. Und auf der mir zugewandten Seite das Brady Tarot, aus dem ich ja das mir persönlich zurzeit am meisten sagt und gibt. Und da sehen wir völlig andere Darstellungen auf einmal, die mit ganz neuen Symbolen arbeitet und trotzdem versucht, das rüberzubringen, was wir vielleicht gesagt haben. Vielleicht kannst du was zum Mystischen sagen, was da für Symbole drauf sind oder Ja, was du ich habe darüber jetzt einfach nur weißt. das mal genommen, weil ich das eine interessante Darstellung finde. Und also diese große Eule als Eule der Weisheit, zu der ich mich halt hinwenden kann, auch wieder dieses kleines Mädchen, würde ich sagen, wendet sich halt dieser Weisheit zu. Es ist einfach eine Umgestaltung in dessen, was wir schon bei dem Hohepriester jetzt mehrfach gesehen haben, in eine, ja, Fantasy, in ein Fantasy-Setting, würde ich sagen. Ich finde es aber interessant, also es ist so völlig konträr zu dem, was wir über den Hohepriester jetzt gesagt haben, weil es ist eine sehr intime Szene, ne? Es ist ja auch eine nächtliche Szene. Die Eule hört irgendwie neugierig zu, ne? Also sie ist zugewandt, aber gleichzeitig wissen wir, die Eule ist natürlich auch ein Symbol der Weisheit. Eine ganz andere Vorstellung, die da ist. Und im Brady Tarot haben wir einen Falken, der irgendwie wie gekreuzigt an einem Baum hängt und ein geöffnetes Buch vor ihm hat. Und in diesem geöffneten Buch sehen wir die Symbole der indigenen Bevölkerungen auf der einen Seite und die der Weltreligionen auf der anderen Seite. Der Falke, der ja auch ein Symbol ist, der zwischen Himmel und Erde vermittelt, das ist so das Tier, also auch hier die Thematik, was wird von oben nach unten gebracht. Und in diesem Buch, das ist vielleicht das, was vorhin immer wieder durchklang, diese himmlischen Weisheiten werden dann gekleidet in Symbole der Religionen und werden so für uns lesbar gemacht. Ja, also so könnte man das sagen. Eine ganz klare Hierophantendarstellung. Und ja, aber es geht eben auch das kommt beim Brady Tarot nochmal durch, auch um den Wettstreit der Religionen, das wollte sie damit auch ausdrücken. Ne? Es ist eben nicht nur eine Religion, das sehen wir bei den normalen Papst- und Hierophantendarstellungen immer nur auf eine Religion bezogen. Und sie sagt,
in dieser Stufe müssen wir auch wählen. Das ist ja vielleicht ein bisschen das, was heute den Leuten passiert, ne? Wirst du jetzt heute Schamane sein, morgen bist du Yoga, gehst du zu deinem Yoga-Guru, übermorgen gehst du in die Kirche, zündest dein Kerzlein an, dann bist du wieder ganz begeistert von der jüdischen Kabbala oder wendest dich irgendeinem anderen zu. Also wir haben heute so einen Marktplatz auch an Religionen. Und dann kommen natürlich auch noch die ganzen Privatreligionen dazu. Also vielleicht drückt sich das in diesem Bild besonders gut aus. Aber allen gemeinsam ist die Frage, wie verbinde ich das Oben mit dem Unten? Also wie kommt das, was ich aus den himmlischen Sphären erlebe und erfahre, in das Konkrete? Und da ist ja vielleicht auch die Stierfrage wieder da, der ja die Dinge konkret machen möchte. So, das war's eigentlich auch schon, liebe Kirsten. Wir haben nur noch einen Auftrag zu erledigen, den müssen wir tun. Es hilft alles nichts. Bist du bereit? Wir orakeln jetzt wieder. Ja. Seid ihr bereit? Ihr dürft euch jetzt wieder zwischen mir und Kirsten entscheiden. Was nimmst du Wähle denn heute für weise. Tarot, Christopher? Was ich für ein Tarot nehme, ich nehme es Brady Tarot. Okay. Ich nehme heute, das probiere ich jetzt einfach mal aus, das After Tarot. Ich habe Brady Tarot. Also Das. egal was, ihr wählt jetzt einfach eine Frage. Vielleicht ist euch in unserem Gespräch irgendein Thema gedanklich gekommen, dass ihr sagt, ja, das interessiert mich. Da habe ich eine persönliche Frage. Dann wählt jetzt einfach entweder Kirsten oder Christopher, die Oder euch ihr jetzt eine fragt, Zahl geben. welche Nachricht möchte mir der Hohepriester jetzt für die kommende Woche vermitteln? Wählet gut, Wenn ihr keine Frage habt. wenn ihr keine Frage habt, genau. Gut, dann würde ich mal sagen, also ich habe noch, bin noch nicht so weit. Ich spüre noch. Großer Gott. Großer Gott. Oh. So, Oh, ich also, hab eine schöne Karte. dann Das darf fange man ja nicht sagen. Genau. Ich habe natürlich nur schöne Ganz Karten. schlecht, wenn man Prüfungen machen möchte. Ja, genau. Ganz schlecht. Ja, soll ich anfangen oder du? Fang du an. Gut. Also ich habe ja das After-Tarot genommen. Ihr seht schon, das After-Tarot, das zeigt Szenen nach dem, was wir auf den Wait Karten sehen. Und hier in diesem Falle habe ich jetzt den Gehängten gezogen, der erquickt und gelabt wird. Und ich finde, das passt eigentlich sehr, sehr schön zu dem, was wir heute besprochen haben. Also für mich ist die Gesellschaft gerade in einem gehängten Zustand und der Gehängte hat auch ganz viel mit dem Herrscher zu tun. Dazu mehr, wenn wir diese Karte durchnehmen werden. Und wir sehen hier, dass die Dinge mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, sich hinzugeben, auch ein Thema des Gehängten wie des Hierophanten, dann kommen wir in die Erquickung. Ne? Erquicken und laben fällt mir dazu ein. Und ja, also vielleicht, das werde ich vielleicht nachher auch nochmal bei dem Wochenüberblick sagen, geht es darum, wirklich etwas auszuhalten, was wir gerade alle aushalten müssen, bis wir kapieren, warum, wieso, weshalb. Also eher eine globale Deutung. Also auf der persönlichen Ebene, wenn ihr mich jetzt gewählt habt für eure Frage, heißt es, es dauert so lange, wie es dauert. Okay. Ja, wenn ihr mich gewählt habt, dann habt ihr im Brady Tarot die Inspiration gezogen. Und zwar sehen wir hier eine Feder, das ist praktisch das Ass der Federn, was dem Ass der Stäbe entspricht. Und wir sehen Federn hier ein, sind Stäbe, ja, okay. genau, das ist ein bisschen verwirrend bei der Brady, aber Federn sind die Stäbe, weil wir sie ja mit Luft in Verbindung bringen würden. Aber das wären die Pfeile bei der Brady. Ja, Okay. in jedem Fall haben wir hier das Ass der Federn mit Inspiration betitelt. Wir sehen einen Blitz, der in diese Feder einschlägt und eine Flamme hervorruft. Es ist eine Karte, die sagt,
Ja, es ist Zeit, der Inspiration zu folgen. Es ist die Karte der Kreativität. Die Brave verbindet das ganz stark mit Kreativwerden, aber eben diesen Moment des Erwachens, wenn die Idee in uns erwacht, ja, dann ist das sozusagen. Das geht total einher mit dem Gehängten, finde ich, ne? Also da Ja, ist der warum? Zustand, na, wenn ich komplett loslasse, ne, zum Beispiel wenn ich eine Schreibblockade habe oder so, dann kommt der Funke, ne? Ja, also das ist so ein Moment, vielleicht wenn ihr auf einen Erleuchtungsmoment wartet, dann würde diese Karte sagen, ja, es ist soweit. Ich denke mal, das ist jetzt nicht wie der Blitz beim Turm, ne, der etwas zerstören muss, damit was Neues entstehen kann, sondern es ist eher so dieses wie vom Blitz getroffen, vom Donner gerührt sein, weil man endlich weiß, wo es lang geht. Also der Heureka-Moment. Und auf den kann man sich ja eigentlich freuen. Und von da geht Ja. dann so ein Kreativitätsimpuls vorwärts. Ja. Ja. Dann würde ich doch mal sagen, ich hoffe, mit den Botschaften kommt ihr gut zurecht. Und wir sehen uns wieder, liebe Kirsten. Yes. Wir sehen uns wieder nächsten Sonntag. Dann sind wir im Sternenturm, ne? Dann ist der Sternenturm gemeint. Und in 14 Tagen ist wieder Tarotgarten. Und dann natürlich, Endlich. endlich die Zahl Nummer Endlich. 6. Gott sei Und Dank. da freuen wir uns natürlich schon alle drauf, oder? Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich die Sechs nicht leiden kann? Wie schön. Dann werden wir mal sehen. Das wirst du uns sicherlich ausführlich erklären, liebe Kirsten, was für Schwierigkeiten du damit hast. Das werde Und ich tun. ihr da draußen, bleibt uns gewogen und wir sehen uns an der einen oder anderen Stelle. Kirsten, du hast ja heute auch noch was vor. Vielleicht verrätst du uns das. Ist das heute wieder soweit? Ja, also um 15 Uhr mache ich das Wochentaroskop auf unserem Kanal Die Mantika YouTube. Um 16:30 Uhr mache ich den Mondimpuls, denn wir haben ja morgen Neumond. Und um 18 Uhr bin ich mit meinem geliebten Gatten unterwegs und wir sprechen über die Hofwesenskarten. Klingt sehr, sehr spannend und nach einem vollen Programm für dich heute noch, liebe Kirsten. Allerdings. Ich stehe dem nur etwas nach. Ich habe heute Abend noch um 20 Uhr werde ich ebenfalls über den Neumond sprechen. Da könnt ihr gerne mal vergleichen, was Kirsten und ich so zum Neumond-Horoskop faseln. faseln in einem positiven Sinne natürlich, liebe Da kommst du Kirsten. jetzt nicht mehr raus, Da komme ich nicht Christopher. mehr raus. Also, wir besprechen das Neumond-Horoskop. Kirsten natürlich wie immer gekonnt, unterstützt durch Tarot. Ich beschränke mich völlig auf astrologische Konstellationen. Und um 21 Uhr bin ich dann noch mit meinem Mystery-Horoskop dran auf dem Schwesterkanal Phoenix Astrologie. Dort werde ich wieder ein Horoskop des Zeitgeschehens erläutern, ohne dass ihr wisst, welches es ist. Und insofern haben wir jede Menge zu tun. Ich bin morgen Abend noch mal unterwegs, wen das interessiert, im Sternenzelt. Und da geht es dann um das Sternbild des Widders, seine Mythen und worum es eben geht. Also langweilig wird euch nicht, denke ich mal. Und wenn nicht, seid ihr selbst schuld. Und was soll ich Mit sonst noch uns sagen? Zweien sieht man besser, Christopher. Kirsten. Oh nein. Mit uns zweien sieht man besser. Ich finde, das sollten wir uns patentieren lassen. Ja, ich finde auch. Alles Gute, ihr da draußen. Macht's gut Macht's da gut. Schönen draußen. Sonntag. Thank you.